So, da sind wir wieder bei Let's Play Resident Evil Zero. Ich habe mal ein bisschen umgeräumt und aufgeräumt bei mir und habe mir die Disziplinensteintafel eingesackt und ansonsten alles soweit abgeholt, was irgendwo noch rumlag, glaube ich zumindest. Und dann wird es Zeit, dieses Rätsel zu vervollständigen und damit vermutlicherweise die Ausbildungsstätte zu verlassen. Ich weiß es nicht, aber schauen wir es uns doch einfach an, was passiert. Wahrscheinlicherweise öffnet sich die Tür. Na? Okay. Oh, kein Endgegner jetzt bitte, ja? Was? Okay. Das kam unerwartet. Okay, die Tür hat sich geöffnet, wie zu erwarten war, aber yay, perfekt ausgebildet. Ja, wir haben die Ausbildungsstätte abgeschlossen. Ja, es gibt ein Achievement für uns. Ja, es war zu erwarten, dass die Tür aufgeht, aber dass jetzt sich gleich der komplette Turm hier absenkt, das war eher unerwartet. Ich muss mal kurz was schauen. Kann man denn jetzt immer noch... Mensch, das Spiel ist aber heute wieder langsam unterwegs. Man kann immer noch zurück, okay. Da war ich mir jetzt nicht so sicher gerade. Wow, 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 wow. Wir kommen woanders raus, okay? Und da sind Affen. Gut, dann glaube ich, gehen wir einfach mal mutig voran und schauen später mal zurück. Ich weiß nicht so richtig. Ich müsste ja eh eigentlich alles bei mir haben, was ich bei mir haben müsste. Also Munition und Waffen halt, ne? Und was vor uns liegt, ist doch viel interessanter. Mensch, ihr schleicht heute aber wieder. Okay. Ein neues Gebäude sieht aus wie eine Kapelle. Kann das sein? Schon irgendwie. Wir schauen mal kurz auf die Karte. Das ist ja interessant. Alles ist zu. Das ist schon mal total positiv. Tatsächlich, verschlossen. Aber es ist kein Schlüsselloch zu sehen. Na, solche Schlösser können wir immer leiden. Okay, dann schauen wir mal hier drüben nach. Wo sind wir denn hier? Ist das eine Sackgasse? Das sieht aus, als ob es ein Fahrstuhl wäre. Oder eine Falle. Oh! Ah, ich verstehe. Nein, er wird gehen. Du bleibst stehen, wo du bist. Okay, wir können damit die Schlösser öffnen. Es wird also Zeit, wieder einzeln zu gehen, wie es aussieht. Na gut, wenn ihr meint. Oh, hier sieht es aber irgendwie ungünstig drin aus. Hat hier jemand versucht umzudekorieren? Ist derjenige noch da, der umdekorieren wollte? Hier ist ein Altar. Trotz der heiligen Aura scheint er irgendwie unheimlich. Könnte an dem creepy Bild liegen, eventuell, oder den creepy Statuen. Oder dass irgendjemand creepy ist, noch hier anwesend sein muss, der die ganzen Kerzen angezündet hat hier drin. Na, schauen wir mal weiter. Hier drin gab es ja offenbar nichts für uns. Zumindest auf den ersten Blick nicht. Oh! Oh, Munition. Da bin ich dabei. Okay, das Ärgerliche ist, warum soll da habe ich die Magnum-Munition einstecken? Ach, stimmt, weil ich die abgeholt hatte aus dem Ostflügel noch, die andere Magnum-Munition. Das waren 8 Schuss gewesen. Ja, dann schmeißen wir die ja einfach mal auf den Boden. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ich meine, wir kommen ja jetzt sowieso erstmal nicht zurück. Von daher, warum nicht? So, außerdem... Okay, okay, okay. Außerdem nehmen wir mal die Napalm-Munition mit uns. Und werden die eine Granate, die wir noch hier drin haben, dann mal wieder auf den Boden schmeißen. Die wird wahrscheinlich nie verbraucht werden, ich weiß es nicht.
So, und dann kann Billy noch die Schrotgewehrmuni einpacken und zu Rebecca rübermarschieren, damit wir das ihr bringen können. Speichern brauchen wir jetzt ja eigentlich nicht. Ich meine, habe ich ja vorhin erst. Beziehungsweise, ich habe es nicht vorhin erst, sondern ich habe vorhin erst geladen, sagen wir mal so. Okay. Ja, den Rest lassen wir hier liegen. Das könnte ja unser neuer Safe Point werden. Mal schauen. Ist ja zumindest ganz gemütlich da. Ganz heimelig. Oh. Was? What the fuck? Du willst mich wohl verarschen? Was ist das denn? Also ich weiß, was es ist. Eine Fledermaus. Aber hallo? Eine Fledermaus? Echt jetzt? Kann ich nicht einfach gehen? Ich habe eigentlich keinen Bock, gegen das Vieh zu kämpfen, ehrlich gesagt. Oh, ho, ho, ho! Höhenflug! Ja, schön! Was? Au! Arschloch! Okay, ich glaube, er will nicht, dass wir gehen. Oh, crap! Na, das kann ja heiter werden. Okay, es scheint doch nichts damit zu tun zu haben, dass ich in der Nähe des Ausgangs war. Dann gehe ich einfach, weißt du? Dann kannst du mich mal. Was ist das denn? Nee, echt jetzt eine Fledermaus? Rebecca, ich habe was Unschönes entdeckt. Lass uns nicht drüber reden. Oh, ich bin noch gesund. Ist ja Wahnsinn. Ich fühle mich schmutzig. Und du fühlst dich offenbar gelangweilt. Du scheinst dich nicht wirklich dafür zu interessieren, was ich dir zu erzählen habe. Naja. Gut, geben wir ihr mal die Schrotmunition. Sie ist ja ganz gut ausgestattet, was das angeht. Und Billy eigentlich, jetzt durch die Napalmgranaten, ist eigentlich auch ganz gut ausgestattet. Ich glaube, ich lasse das Vieh einfach, wo es ist, wisst ihr? So. Gibt es da noch mehr Schalter? Nee, das scheint der einzige zu sein, oder? Hm. Ich fürchte bald, dass diese dumme Fledermaus irgendwas hat, was wir brauchen. Dann werde ich mir aber, glaube ich, mal... Ja, dann machen wir das mal folgendermaßen. Wenn ich nur mit einem da reingehen kann, dann nehme ich natürlich Billy, weil der mehr aushält. Aber Pistole ist, glaube ich, sinnlos bei dem Vieh. Deswegen werden wir mal ein bisschen umsatteln. Die Sache ist halt, mir ist es ehrlich gesagt zu schade, die Granaten zu verballern dort, weil es ist halt schwierig, das fliegende Ding zu treffen, muss ich sagen. Achso, Moment. Ne, wir haben keinen Platz mehr. Ah, doch, ich muss mal, komm, ich kann die eh nicht benutzen gegen das Ding. Zumindest kann ich mir das nicht vorstellen, dass das effizient ist. Nehme ich lieber mal was zum Heilen mit. Und dann versuchen wir einfach mal gegen das Ding zu kämpfen, wenn es denn noch da ist. Vielleicht hat es ja auch sich gesagt, nö, ich gehe. Ich habe kein Problem damit. Also von mir aus kann sich die Riesenfledermaus ruhig verkriechen. Aber, nein, sie ist noch da. Oh, hallo, hab dich getroffen, kann das sein? Daneben. Schau mal an. Ja, das ist nämlich gar nicht so einfach, das Teil zu treffen. Was, jetzt kommen auch noch kleine dazu? Haha! Oh, ich muss nachladen, das war das Problem. Oh nee, kleine kann ich jetzt gerade nicht gebrauchen, ehrlich gesagt. Shit! Das ist echt schwierig, das Teil zu treffen. Ich will nicht, dass du auf die kleinen schießt, ne, mein Freund? Moment, ich muss noch kurz schauen, wie es ihm geht. Ja, nicht mehr so gut. So, wir ballern mal weiter. Crap. Ja, toll. Ach, shit. Das ist nämlich... Er zielt immer auf die Falschen. Ja, ist gut. Oh, nicht das schon wieder. Ja, die Flugnummer kennen wir schon. Oh, wir sind tot. Das ging in der Tat schneller, als ich dachte. Ich dachte, er hält noch ein kleines bisschen mehr aus.
Das ist ganz ehrlich ein total beschissener Kampf. Zero. Wie bekämpfe ich denn das Vieh am besten? Ich habe keine Idee so richtig, weil das Problem ist, dass eben ständig alle Schüsse auf die kleinen Fledermäuse gezogen werden. Das ist total scheiße. Ich weiß nicht, was ich machen soll so richtig. Aber die waren am Anfang noch nicht da, ne? Das heißt, oh ja, jetzt sind wir wieder hier. Das heißt, wenn ich vielleicht gleich Billy ausstatte mit der Pumpgun, dann könnte das eventuell was werden. Ich weiß es nicht so richtig. Müsste ich mal probieren. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal wieder mich bis darüber bewegen müssen und vielleicht speichere ich dann doch mal in dem Raum dort. Mal schauen, wie ich es mache. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder, wenn ich wieder drüben bei unserem Freund Batman bin. So, da sind wir wieder und ich habe diesmal auf dem Weg hierher gleich nochmal die beiden Affen getötet, die, wenn wir durch die andere Tür gehen, nachdem das Observatorium sich gesenkt hat, gleich angespackt kommen. Denn ich wollte mal wissen, wo wir da hinkommen. Und wir sind tatsächlich nicht abgeschnitten von der Ausbildungsstätte, sondern kommen dort auf ein... Wir können es uns eigentlich mal anschauen, glaube ich, oder? Geht das? Nein, ich glaube, es geht nicht. Es sei denn... Ich weiß nicht wie. Ach doch, hier. Ausbildungsstätte. So, wo haben wir das denn? Da sehen wir es doch. Jetzt haben wir nämlich das Observatorium in E2 angezeigt. In E3 ist es jetzt weg. Da ist jetzt die Tür zu. Dafür taucht es jetzt in E2 auf. Das ist der Außengang, der dieses kleine Depot, in dem wir die schwarze Statue gefunden haben, und den Konferenzraum verbindet miteinander. So, auf diesem Außengang, wo wir auch mal zwei grüne Kräuter gefunden haben und wo ganz am Anfang, ich glaube, drei Zombies rumgesprungen sind oder so, die wir dann schön gebrutzelt haben mit den allerersten Molotov-Cocktails, die ich benutzt habe. Dort steht jetzt auch dieser Turm rum und damit könnten wir auch jederzeit jetzt noch wieder an unser Zeug rankommen. Also alles kein Problem. Ich habe jetzt auch mal hier drin gespeichert. Also wenn es jetzt wieder ein Fail werden sollte, habe ich es zumindest nicht so weit. Und ich würde sagen, wir schauen mal. Ich habe diesmal nichts zum Heilen mit. Dafür habe ich mich dafür entschieden, meine Pistole mitzunehmen. Für den Fall, dass doch wieder kleine Fledermäuse ankommen. Dann werde ich die nämlich erstmal wegrotzen, einfach links und rechts. Und mich dann ganz gediegen der Fledermaus-Mama widmen. So, und dann geht's los. Schauen wir doch mal, ob wir diesmal ein bisschen besser abschneiden. Ist schon ganz schön unerhört, dass dieses Ding hier ankommt. Hallo! Hässlich bist du, wie die Nacht. Aber da gehörst du ja auch hin. So. Ah, daneben. Wo bist du denn? Ah, das ist gar nicht... Es ist echt schwierig, den zu treffen. Ach, komm schon. Das ist gemein. Das ist fies. Ja. Lass mich los. Oh, auch noch das. Warte mal. Falsche Taste. Wie immer. Okay, das hat schon zum Nachladen gereicht gerade, dieser kleine Moment. Ja. Daneben. Treffer. Ach, sieh mal, jetzt kommen die kleinen Biester an. Okay, dann wechseln wir mal auf die Pistole. Und... knüppeln erstmal das Kleinvieh weg. Insofern das geht. Ja, nicht so richtig, ne? Das ist shit. Die sind echt lästig, muss ich sagen. Ich glaube, da werde ich wohl auf das Auto-Aim verzichten müssen und dann einfach so schießen müssen. Wobei, wir können es nochmal ein bisschen probieren. Nee, ich treffe nichts. Und ich will auch keine Pistolenmunition hier sinnlos durch die Gegend ballern. Machen die Granaten eigentlich Bereichsschaden? Oh, komm schon. Das ist gemein. Ich sehe schon, ich werde wieder sterben. So, wo haben wir sie denn? Ja. Mama, komm her. Komm zu Papa. Ah, das war nichts. Oh, nein. Oh, shit. Moment. Oh, es ist kritisch. Ich sollte vielleicht mal zur Tür gehen.
Lasst mich durch, ich hab's eilig. Ich hoffe mal, der Schaden bleibt bei der Fledermaus. Wenn nicht, dann bin ich jetzt halt angearscht. Dann werde ich wahrscheinlicherweise wieder sterben. Das kann durchaus sein. Hallo, Schätzelein. Kannst du mich zufälligerweise heilen? Ist das möglich? Ich gebe dir eine Pistole im Austausch gegen Heilung. Ja, danke. Und jetzt will ich meine Pistole aber wieder haben. Das ist klar, ne? Ich weiß halt nicht, ob Molotow-Cocktails so viel Sinn machen bei einem fliegenden Gegner. Das ist halt die Sache. Ansonsten würde ich die ja auch mal einsacken. Aber, naja. Ich zweifle. Ach, Rebecca, stell dich doch bitte nochmal richtig drauf. Ich zweifle ja daran, dass das funktioniert. So. Dürfen wir? Oh, Rebecca. Jetzt stell dich nicht so an. Du hast nur einen Job hier. Und das ist auf diesem scheiß Stein stehen. So, schließlich muss Billy hier die Kacke machen und sich drinnen dem hässlichen Flattermann stellen. Der ist unangenehm. Ah Gott, was war das denn? Ich treffe irgendwie gar nichts und sehe auch nichts. Zumindest sind bloß noch zwei Fledermäuse da, wie es aussieht. Also zwei kleine. Das ist ja schon mal ganz positiv. Dreh dich mal, dreh dich mal, dreh dich mal. Ja, danke. Irgendwie habe ich getroffen, offenbar. Oh, jetzt sind wieder mehr da. Ja. Oh, geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben den Adler erlegt. Haha. Vampirjäger. Oh. Ich liebe diese Stille hier drin. Ich hoffe, du hast jetzt auch was für mich. Oder habe ich dich jetzt völlig umsonst niedergemacht? Ich glaube, ich habe ihn völlig umsonst niedergemacht. Das wäre jetzt mies, wenn das wirklich bloß ein optionaler Boss wäre. Warte mal, liegt hier was auf dem Boden? Hier muss doch irgendwas... Doch, hier liegt was, ne? Nee, das ist bloß ein Schatten. Ach. Der hat echt nichts bei sich. Ich dachte, mir bringt das irgendwas, den hier wegzuklatschen. Ich meine, da stopfst du einen Haufen Munition rein und so weiter, ne? Das kann doch nicht einfach für nichts sein. Du musst doch einen Grund haben, dass wir den umhauen. Oh. Hier kommen sie wahrscheinlich nur mit einem Hilfsmittel hoch. Oh. Oh. Wir müssen den Greifhaken tatsächlich verwenden nochmal. Der ist nicht bloß für den Zug. Es sei denn, wir brauchen irgendwas ganz Neues, aber wir kommen ja sonst nirgendwo mehr hin. Okay, das heißt, wir müssen wirklich die Fledermaus tot machen. Es war also nicht umsonst.